So, Hallöchen, Greetings, Manners. Part 7, glaube ich, ist das jetzt vom Video, ist aber wurscht. Das ist halt jetzt Kapitel 6, beschädigte Güter. So. Sind auch über die Valois-Dörfer hier gekommen. Tausende sollen an den Bissen oder der Infektion gestorben sein. Eine biblische Plage. Und das ist erst der Anfang. Wir haben andere Probleme als diesen Krieg. König Edward muss den Rückzug anordnen. Siehst du das da? Das macht nicht genug Lärm. Ich kann aber das möchte. Das ist ja auch nicht interessiert überhaupt nicht. So jetzt. Vorsicht! Was für ein großartiger Sieg, verdammt! Ich sag's dir, Julien gehört endlich wieder zu England. Ach ja? Dann sieh dich draußen mal um. Julien gehört jetzt den verfluchten Ratten. Du brauchst doch nur eine Fackel, um sie zu vertreiben. Ganz einfach. Ich hab sie gesehen. Hunderte. Brauchen auf dem Boden die kleine Teufel. Da, der Topf. Ja, gut gesehen. Geh das doch bloß aus. Ich war dort, hab's mit eigenen Augen gesehen. Jetzt, nach links. Sei vorsichtig. Du kennst die Befehle. Ja, ich weiß schon, das war scheiße, aber Geweide markiert soll. Also wenn steht er. Kinder
von Valois. Der Sohn und die Tochter von Ritter Robert de Roux. Der Ritter vom Baum. Seine Kampfkünste aus der Zeit des Krieges. Der Ritter Kunigund. Er steht nicht mehr im Dienst von König Philipp. Das Interesse an den Kindern ist irgendwie seltsam. Warum befragt ihr die Schwester? Die ist sicher wach. Oh nein, keine Sorge. Das musste ja passieren. Gut gemacht. Dann weiter. Ich komme schon. Leise. Melli, nicht da lang. Da sind zu viele von ihnen. Bald haben wir weder Brot noch Wein. Da ist was. Was ist denn das? Was zur Hölle soll das? Immer dasselbe, wenn wir eine Schlacht gewonnen haben. Hört auf, ihr Mistkerle! Einfach. Hör auf zu zappeln. Du machst es nur noch schneller. Nein! Die Münzen, willst du sie gar nicht mitnehmen? Englisches Geld. Scheiße. Ich brauche die Zigaretten. Ach. Kann ich da drüber hupfen? Das sehe ich mir besser an. Eindringlinge, ein paar Männer hierher! Geh weiter, hey! Irgendetwas mache ich verkehrt. Wird sich schon ausverstellen, was.
die Münzen. Willst du sie gar nicht mitnehmen? Bald haben wir weder Brot noch Wein. So geht es also. Immer dasselbe, wenn wir eine Schlacht gewonnen haben. Die Hälfte der Vorräte recht. Oh, du bist verrückt. Was denn? Wir haben es doch geschafft, oder nicht? Gerade so. Mein Bruder. Soll Peter gibt's anscheinend jetzt zum Zaufuder. Dass du noch lebst. Hey, die meisten hier gehen vor die Kleine. Die Kleine! Was soll das heißen, die Kleine? Sag schon, raus damit! Die Kleine ist entkommen! Ihr Käfig steht offen, alle suchen nach ihr! Scheiße! Verteilt euch! Achtet auf die Türen und bleibt wachsam! So ein Käfig öffnet sie nicht von allein! Da stecken sicher die Valois dahinter! Das ist unsere Chance! Ich bin hier. Amicia. Alles in Ordnung? Bist du verletzt? Nein, hol mich bitte hier raus. Wir müssen den Käfig unterholen. Gut, Hugo. Hatten die meine Schleuder dabei, als sie dich hier eingesperrt haben? Ja, sie haben sie in die Truhe da gesteckt. Gut. Dein Einsatz, Maddie. Endlich. Jetzt, Hugo. Ich muss den Käfig herunterbekommen. Kann ich was pimpen? Was nehme ich jetzt da? Ich sollte Hugo mit meiner Schleuder befreien können. Na, das überlege ich mir später. Stimmt das nicht? Ich bin hier. Wir bleiben zusammen, ja? Ja, natürlich. Und Melly kommt auch mit. Sie ist hier, um uns zu helfen. Sie ist die Diebin. Und es tut ihr leid, dass sie uns verpfiffen hat. Nicht wahr, Melly? Ja, ich bin ein böses Mädchen. Zufrieden? Können wir jetzt gehen? Nimm meine Hand, Hugo. Lass uns gehen. Ja, am anderen Ende des Lagers gibt es einen Ausgang. Wenn du mit dieser Schleuder umgehen kannst, solltest du vorangehen. Mhm. Dann werden wir da gleich mal selbst da. Das sollte mir die Sache erleichtern. Halt, was ist da? Schwefel. Moment, meine Zigaretten verraucht. So viel Zeit muss sein, wir haben noch keinen Speedrun. Nö, sind wir nicht. Ist da in die Zeta was drin? Was ist denn dieser Lärm?
Was? We're getting there here. Da kostet nicht eigen. Mal Pimpung auch weg? Ja, ja, das muss doch mal geben. Das sieht schon viel besser aus. Ich mag die Kisten. Ach, doch, Scheiße, das hätte ich jetzt, ja doch, das muss ich ja so machen. Ich blöd Arsch. Tja, ich muss mir anscheinend ein wenig mehr Zeit lassen, weil sonst wird das nix. Tada, genau was ich brauche. Hey, Jock, Dreieck drückt! Absolut, ich bin's leid wegzulaufen. Nicht genug Material, so ein Scheiß. Das, ich hätte mir gedacht, die kann man nur was herstellen dann.
Nein, kann keins. Mann, ey, ist das ein... Die Luft ist rein. Ja. Den kann ich ja mit der Storchleiter auch fertig machen, oder? Geht's halt weg, ja. Dein Einsatz, Melly. Also schön. Natürlich diese arglatten Franzosen. Okay, dann mach ich's. Dann mach ich's nur anders. Ich bin gleich wieder da. Gut. Geht's halt weg. Das ist ja nicht mehr normal. Schau dir mal das an. Ich komm. Alles in Ordnung, Hugo. Das war gruselig. Ich will nicht. Melly, übernimmst du? Aha. Die Luft ist rein. Nach dir. Führt euch nicht komplett. Ich bin gleich zurück. Na gut. So, jetzt müssen wir das aber schaffen. Jetzt möchte ich aber trotzdem nur ein wenig... Was? Ist da etwas gewesen? Na. Sieht gut aus. Hier bin ich.
ist das? Da drüben geht... Oh nein. Lasst uns in Frieden. Das war unglaublich. Willst du den Krieg etwa in einen Eingang gewinnen? Wer war das? Wer war das? Ich war das. Der Champ der Storchleidernen. Wo handeln die bei? Ja, da liegt ein wenig Stuff. Ich glaube, haben wir so ziemlich alles ein wenig abgerast. Ein Storner. Die Kriegserklärung der Engländer. Edward III. Will den französischen Thron. Wenn ich etwas habe, dann nehme ich es mir einfach. Ja, aber du bist eine Diebe. Er ist ein König. Wo ist denn der Unterschied? Ich zahle Lösegeld für die Beruhnkinder und muss sie eigenhändig fangen. Diese Plantagenets sind nutzlos. Er hat meine Eltern getötet. Er wird uns umbringen. Manny, lauf! Amicia, dräng sie zurück! Sofort! Die Inquisition? Bruder, was zum Teufel hat sie getan? Gar nichts! Wir haben nichts getan! Sie wollen Hugo! Amicia! Hier geht's raus! Schnell! Weiterlaufen, Hugo! Folge Manny! Hör auf, wegzulaufen! Schneller, Amicia! Gib uns den Go! Sie kommen hoch! Uns läuft die Zeit davon! Schnell! Alles klar! Weiter! Hey, was hab ich da gerade gesehen? Aha, okay. Kann ich nicht machen. Die Luke da, das könnte unser Weg nach draußen sein. Da ist deine Kette. Melly! Komm schon, komm schon. Sie haben die Tür geöffnet, sie sind hier. Ich kümmere mich um sie. Da draußen könnte ich mich gut verstecken. Haltet den Mund! Lasst uns in... Amicia! Komm schnell! Da! Dort drüben! Schnappt sie! Amicia? Arthur! Das war Arthur! Beeilen Sie! Hier drüben!
Kapitel 7, der Pfad vor uns. Weißt du, wo wir hin müssen? Erstmal müssen wir uns verstecken. Arthur und ich wissen wo. Und Lukas? Er wartet beim Chateau. Alles zu seiner Zeit. Wir sehen Lukas wieder. Das hoffe ich. Ich mag Lukas. Er ist nett. Spar dir deinen Atem, Hugo. Das ist der Weg. Wir müssen weiter. Noch sind wir nicht in Sicherheit. So, ich mache jetzt einen Cut, weil das passt ungefähr ganz genau mit der halben Stunde.